Ciao zusammen und willkommen zurück zu Farm Together. So, meine Güte, es ist anstrengend, so eine Map wieder aufzubauen und ich habe ja nichts. Ich habe keine Straßen, ich habe nichts. Nicht ein Sprenkler, niente. Gut, jetzt geht's noch in den Endspurt. Meine armen Tiere, die haben nichts zu fressen. Oh. Gut, wir werden jetzt anfangen, hier unten Felder zu bauen. Das machen wir noch. Natürlich müssen wir uns jetzt sputen, damit wir einigermaßen an Materialien kommen. Das muss ich mal gucken. Ich bin ja so blöd. Das ist auch so eine Macke von mir. Ich möchte da keine Lücke lassen. Deswegen drive ich jetzt darüber. Und wir müssen aufpassen, damit wir einfach wirklich genügend Platz lassen für gegebenenfalls neuen Content. Und ich vermute so ein bisschen, ich weiß nicht, also wenn ihr diese Folge seht, vielleicht ist sogar schon neuer Content da. Ich habe ein bisschen vorproduziert. Ich vermute tatsächlich, dass jetzt im Oktober ziemlich viel kommen könnte. Vielleicht. Also ich weiß nicht. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht ist es einfach ein Wunschgedanke von mir. Aber es fehlt doch noch einiges. Und jetzt das mit den Erfolgen alles, ja. Vielleicht kommen noch Tiere. Das wäre nicht schlecht. So. Ja, ich wär richtig wahrscheinlich fast gefahren. Also. Ich gehe noch ein bisschen zurück. Ich will den Platz. Ich ahne Böses. Und wenn dann Blumen kommen, kommen vielleicht wieder drei, vier Sorten und dann bin ich sowieso schon am Anschlag vom Platz her. Klar, Feld könnte ich theoretisch verkleinern. Wir starten jetzt einfach hier. Wir schauen uns das Lager an. Wir haben kein Weizen, wir haben kein Knoblauch. Also werden wir hier etwas, das schnell geht. Und zwar hätten wir hier noch eine Quest. Soll ich da jetzt durch? Ja, komm, ich mach. Ha? Ich wollte eigentlich Mais anpflanzen. Aber ich glaube, ich ziehe eine Linie durch mit Weizen jetzt, dass wir die Quests auch machen können. Und dann noch ein, zwei Linien vielleicht mit Mais. Ah, ich habe keine Sprenkler, das habe ich gerade überlegt. Ja, es geht ja nicht so lange, wenn ich mit Sprenklern. Geht es ja nur halb so lang, ja, genau. So kann man sich täuschen. Überlegen, überlegen. Ich mache die Sprenkler dann offscreen. Das ist echt, das ist dann auch mühsam sonst. Will ich hier auch nicht zu dicht dann ran bei den Fischen, weil wir da auch nicht wissen, kommen noch Fische, wo ich stark, stark davon ausgehe. Bisschen aufpassen gerade, damit ich einfach nicht zu viel wegnehmen oder ab- und umbauen muss. Ich mag das dann nicht. Das setze ich dann lieber zurück. Ich bin dann so, aber es ist einfach auch, wie ich heute gerade gesehen habe, es ist einfach zeitaufwendig. Es ist Wahnsinn. Die Map ist tatsächlich sehr, sehr groß. Das reicht. Fertig. Gut. Dann mache ich jetzt einfach erstmal kurz die Quests. Ich habe gerade gesehen, ich glaube, wir haben da mega genug Platz für Felder bis hoch. Ich werde das bis hochziehen, denke ich. Verkleinern können wir noch. Erstmal Quests, dann werde ich schauen, dass ich alles für die Tiere habe. Wir sind ja jetzt nicht ein. Oh. Nein! Wir sind ja nicht im Stress. Oh! 2 Tage, 60 Stück, warte, machen wir. Oh, nee, ich mag diese Quests nicht. So mühsam. 2 Tage dann. Ich stoppe hier, ich mache das sonst nicht, aber oh, nee. Habe ich jetzt hier einfach chaotische Felder. Wem es nicht gefällt, soll wegschauen. Aber dann habe ich die Quest schon mal erst durch. Große Quests kann ich dann auch noch annehmen.
Gut, dann war genug. Dann brauchen wir etwa nur noch 20. Noch dieses. Das ziehe ich jetzt durch bis rüber. Dann haben wir genug. Gelbe Paprika, ja, das lief jetzt ein bisschen blöd. Jetzt hole ich mir kurz dann noch größere Quests. Ich mache nur noch ganz große Quests. Also habe ich von Anfang an. Damals noch wegen den Medaillen, aber es eilt eigentlich nichts. Wir haben ja alles. Was habe ich denn hier gekonnt? Ah, weil ich vorhin gestoppt hatte, ne? Oh, Handarbeit, wie schön. So, Haltestelle nicht vergessen. Erstmal kurz, provisorisch und natürlich eine Tanke. Dann gehen wir in die Stadt und holen uns, nachdem wir die Helfer bezahlt haben, ja, ich habe wahrscheinlich nichts. Ja, das war klar. Tut mir leid. Wir sind im Umbau. Hole ich mir hier zwei Quests. Zack und wieder zurück. Aubergine, die geht auch so lange. Oh nein. Oh. Okay, also wir brauchen Weizenzeugs für unsere armen Tiere. Aber ich glaube, so ist nicht mal so schlecht. Aber ich kann es nicht füllen. Ich staune immer über die, die die Map komplett freigespielt haben und vollgestopft. Ich kann das schon jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr bewirtschaften. Es ist so riesig. Schon wenn ich mit den Feldern auch vorher noch bei der alten Map angefangen habe, ich kam gar nicht hinterher. Dann war sicher das eine wieder fertig, dann war der Jahreszeitwechsel und dann war dieses wieder und das und dann musst du hier noch ernten. Dann war wieder ein Blümchen soweit. Ich staune, wie das einige irgendwie, keine Ahnung, alles vollklatschen und. Ja, man schafft es ja nicht. Es geht gar nicht mehr. Aber naja, jedem das seine. Ich will nicht reklamieren, das muss jeder wissen. Andere denken vielleicht, die Prudi ist blöd, die macht so wenig, hat so viel Platz. Was willst du mit dem Platz? Musst du füllen. Ja, ich hoffe, ich kann das füllen und ich hoffe, dass da einfach auch noch Neues kommt. Aber ich denke, wir werden sicher noch einige Male zurücksetzen und ja, mal schauen. Vielleicht kommt irgendetwas, das niemand von uns erwartet und dann sind wir sowieso am Arsch. Jetzt mache ich hier noch eine zweite Reihe mit Weizen, weil das wird alles weg sein, sobald ich das ernten kann. Ich muss daran denken, dass ich das mit Booster ernte, damit ich da möglichst wieder mein Lager ein bisschen voll kriege. Und die Felder so schnell wie möglich mit Sprenklern, damit das die Arbeitszeit halbiert. Das wäre der Plan. Vielleicht könnte ich sogar drei Reihen machen von Weizen. Ja, Weizen, Knoblauch, ja, natürlich dann Gemüse geht auch langsam zur Neige. Ja, ich glaube, ich mache drei. Ist wahrscheinlich besser. So. Ja, das kommt gut. Ich denke, das kommt gut. Dann muss ich dafür den Prustopper hinstellen, die Zäune, weil ich oft AFK einfach laufen lasse. Dann gehe ich mal schnell in die Küche oder weiß nicht was. Mach irgendwas und lass die laufen. Das ist immer so gefährlich, wenn ich auf Maps bin, die ich nicht kenne. Und dann sehe ich, oh Mist, die haben keine Zäune hingestellt. Dann habe ich also auch schon gepflügt, wo ich vielleicht nichts verloren hätte oder pflügen sollte, weil die halt durchlief. Das muss ich bei mir jetzt auch machen, sobald die Felder stehen.
Ja, ich denke, ich werde sie einfach die dritte Reihe noch machen mit Mais, dann drei Reihen irgendwie, dass Knoblauch rauskommt, Gemüse noch etwas, alles, was kurz ist im Moment, um das Lager zu füllen und dann sofort mal die Sprenkler hinsetzen. Ja, das werde ich euch zeigen dann in der nächsten Folge. Ich werde jetzt das zu Ende bringen. Ich werde das offscreen machen. Das ist ja wirklich uninteressant. Aber wie ich mir das so gedacht habe mit dem Map-Aufbau, seht ihr jetzt Platz in Hülle und Fülle. Vielleicht werden wir das ein oder andere noch ein bisschen vergrößern, erweitern, vielleicht noch mit einem Helfer Dinge zuordnen, wo wir sehen, das reicht gar nicht, dass das irgendwie einigermaßen automatisch läuft. Die Geräte werde ich den Helfern zuteilen, die jetzt noch Platz haben in der Range. Das wird provisorisch sein, weil sicher noch anderer Content kommt. Ja, ich halte euch immer wieder mal so ein bisschen auf dem Laufenden. Ich habe auch Bock, jetzt wirklich ein bisschen zu dekorieren, Straßen zu bauen etc. Und hoffe, dass dann mittlerweile auch wieder Content von Seiten von Warm Together kommt. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Würde mich sehr über ein Like natürlich freuen, Abo auch. Und einen netten Kommentar. Das würde auch meinem Kanal sehr helfen. Und wenn ihr Vorschläge habt für irgendein Spiel noch, ich habe so das ein oder andere im Auge, wo nicht Early Access ist, sondern wirklich, wo wir da einiges zeigen können und machen können gemeinsam. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr der Map joinen wollt, müsst ihr das vielleicht über Steam tun. Dürft ihr mich gerne adden. Dann sehen wir uns vielleicht bald auf der Farm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.